So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Baphomets Fluch. Wir haben in der letzten Folge angefangen, hier mit den Leuten aus dem Irish Pub hier zu reden, um etwas mehr über das Schloss, beziehungsweise über Pegram, heißt der, glaube ich, den Archäologen herauszufinden. Aber die Leute sind hier sehr, sehr abergläubisch. Können wir ihm dieses Drahtgeflecht da klauen? Ja, der gute Herr hat mich einen bösen Schnupfen und möchte dieses Halsband seiner guten Frau anlegen. Na, nies doch bitte nochmal. Hallo? Sobald der alte Macker mal nicht hinsieht, klaue ich mir sein Drahtstück. Das merkt er nicht. Interessant. Okay. Was ist das? Ein mit Bier vollgesogenes Stück Handtuch. Können wir das mitnehmen? Ein mit Bier vollgesogenes Stück Handtuch. Das hast du doch gerade schon gesagt. Das musst du doch nicht nochmal sagen, lieber George. Okay, sprechen wir mit dem Barmann oder gucken wir uns erstmal an. Die weißen Barthaare sehen im roten Gesicht des Barkeepers wie Girlanden an einem Weihnachtsbaum aus. Schön. Die Ähnlichkeit geht sogar noch weiter. Sein Kopf ist so rund und glatt, dass man ihn echt für eine Christbaumkugel halten könnte. Einen wunderschönen guten Morgen. Verzeihung? So sagt man doch hier in Irland, oder nicht? Wollen Sie was haben oder nur Ihre Xenophobie streicheln? Ich wollte nur freundlich sein. Wollen Sie ein Zimmer? Ja, wollen wir. Keine schlechte Idee. Haben Sie was frei? Möglicherweise, wenn Sie warten wollen, bis der jetzige Gast auscheckt. Kein Problem. Was meinen Sie, wann das sein wird? Sobald ihn der Totengräber abholt. Nett. Darauf ein Händedruck für das abgeschlossene Geschäft. Hey, Barkeeper. Chef, wenn Sie nichts dagegen haben. Sorry, geben Sie mir darauf die Hand, ha? Warum um alles in der Welt sollte ich? Was haben Sie vor? Nichts. Na los, geben Sie mir einfach die Hand. Nicht jetzt, Mister. Ich muss vorsichtig sein, wegen der Vorschriften vom Gesundheitsamt. Oh Mann. Tja, auch hier machen Sie nicht Halt. Das hier könnte Sie vielleicht interessieren. Nö. Schade aber auch. Kennen Sie diesen Mann? Nein, sollte ich? Was wollen Sie von ihm? Ich habe mit ihm ein Hühnchen zu rupfen. Ich will keinen Ärger hier in der Bar, Mister. Wenn Sie sich mit jemandem prügeln möchten, gehen Sie zu Pater Mahoney. Ein Priester? Ein Mann des Wortes? Klar. Und er bringt den Jungs im Jugendclub bei, wie man boxt. Mahoney behauptet, dass Boxen den Charakter entwickelt. Stimmt das, Pat? Hat er dich nicht auch in der Prügelkunst unterrichtet? Doyle! Sorry, Michael, ich war in Gedanken. Was hast du gesagt? Oh, vergiss es. Sagt Ihnen diese falsche Nase etwas? Nein, und damit basta. Manche Jokes funktionieren dann doch nur im Englischen, ne? Sagt Ihnen dieses Taschentuch etwas? Das ist eklig. Hab ich in den Kanälen gefunden. Und warum wedeln Sie mir damit vor der Nase herum? Sie sind schlimmer als Ron. Nun packen Sie es schon weg, Mann. Wer ist Ron? Der gute Herr hier? Sagt Ihnen dieses Stück Draht etwas? Nein, absolut nicht. Erinnert sich nicht auch irgendwie an deine Frau, die du gerne damit einsperren möchtest oder sonstiges? Kennen Sie dieses Streichholzbriefchen? Nein, Sir. Erkennen Sie den Mann auf dieser Karte? Nein. Sollte ich das? Oh nein, es war nur ein Versuch. Darf ich mir das Handtuch ausborgen? Klar können Sie, unter einer Bedingung. Und welche? Lassen Sie den alten Ron nicht in seine Nähe. Wer ist Ron? Der Typ da drüben in der Ecke. Mit dem Hygieneproblem. Okay, kriegen wir, glaube ich, hin. Haben Sie vor kurzem irgendwelche Clowns bedient? Nein, Sie sind heute der Erste. Boah. Kennen Sie einen Mann, der Pegram heißt? Und ob. Sind Sie zufälligerweise ein Freund von ihm?
Oh nein, ich versuche nur, ihn zu finden. Ich auch. Der Mistkerl gehört hinter Gitter. Hat Pegram hier gewohnt? Ja, hat er. 6 Übernachtungen plus Frühstück. Okay, hat er die nicht bezahlt? Ich versuche mal ein Glas Bier, bitte. Ist das Ihr erstes Glas echtes Ale? Würde ich mal sagen. Was ist das überhaupt, echtes Ale? Bier, das aus natürlichen Zutaten nach traditionellen Methoden gebraut wurde. Sollte nicht unter Druck oder kühl gelagert werden. Und außerdem sollte es einen guten Körper und einen unverwechselbaren Charakter haben. Mit anderen Worten, es ist abgestanden, warm, es schwimmt Zeugs drin herum und es haut einen um. Boah, das Gesicht sieht aber nicht gut aus. Hat er es gerade in einem Zug getrunken? Respekt, Stobbart. Und vor allen Dingen lässt du dir nichts anmerken. Also, ich muss jetzt los. Wäre cool, wenn er jetzt lallen würde. Sein Kuhgesicht zeigt den leeren Ausdruck, der deutlich besagt, keiner zu Hause. Hi, ich heiße Stobbart, George Stobbart. Hallo, Mister. Was kann ich für Sie tun? Er sieht da irgendwie total normal aus und da sieht er so aus wie ein Zombie. Was sagt Ihnen dieses Werkzeug? Und damit macht man Kanaldeckel auf. Die sind gebildet hier in dem Kaff. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Sieht ja echt toll aus, der Typ. Ist das ein Filmstar? Ich glaube eher nicht. Was sagt Ihnen diese falsche Nase? Ah ja, Sie sind ein Clown. Sagt Ihnen dieses Taschentuch etwas? Nein, Chef. Okay, nennt man sich Chef in Irland. Darf ich Ihre Hand schütteln? Nein, dürfen Sie nicht. Wieso? Weil ich sonst mein Bier verschütte. Haha. Sagt Ihnen dieses Stück Draht etwas? Mir nicht, Mister. An den Draht können wir sicherlich noch gebrauchen, wenn wir wieder irgendwo einbrechen müssen. Erkennen Sie dieses Streichholzbriefchen? Nein. Boah, wir kriegen gar keine langen Antworten mehr darauf. Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Nein. Was halten Sie von diesem Handtuch? Schönes Stück Stoff. Und ich kann das beurteilen. Das stammt aus den Truhen des Vatikans, höchst selbst. Okay. Kennen Sie Dr. Pegram? Ob ich den kenne? Ob ich den guten Doktor höchstpersönlich kenne? Nee. Ich meine, ich weiß, wer er ist, aber persönlich? Nee. So gut kenne ich ihn nun auch wieder nicht. Okay. Was wissen Sie über Pegrams Ausgrabung? Nur, dass er dafür nicht die richtigen Werkzeuge dabei hatte. Was der gebraucht hätte, waren Schaufeln und ein Bagger. Pegram hat nach geschichtlichen Überresten gegraben, nicht nach Kohle. Ach ja? Wofür ist denn das gut? Das nennt man Wissenschaft und Archäologie, Pat. Mit dem, was die Leute hinterlassen haben, will man verstehen, wie die Leute gelebt haben. Eines Tages buddeln Archäologen vielleicht unsere Überreste aus. An was Sie alles denken, Mr. O'Brien. Möchte zu gern wissen, was Sie dann finden. Naja, jedenfalls keine Pfeilspitzen und Gefäße. Vermutlich Hamburger-Verpackungen und Kondome mit Geschmack. Tolle Hinterlassenschaften einer Gesellschaft. Hat jemand aus dem Dorf bei Pegrams Ausgrabungen mitgearbeitet? Ich habe selbst versucht, aber der eingebildete Archetyp hat gesagt, ich wäre inkontinent. Sowas aber auch. Habe ich nicht mehr Löcher gebuddelt als alle anderen zusammen? Ich glaube, er hat inkompetent gemeint. Und ja, das macht dich inkompetent. Haben Sie jemals Sean Fitzgerald an der Grabungsstelle gesehen? Mal sehen. Ich glaube, mein Gehirnkasten braucht ein bisschen Schmierung. George Stobbart hat ja das Geld, ne? Wenn er so kurzfristig nach Irland fliegen kann, dann schafft er das auch. Darf ich Ihnen einen Drink spendieren? Aber immer doch. Geben Sie mir einen Drink für meinen Freund hier. Wer? Doyle? Hatte sie belabert, ihm einen auszugeben? Schäm dich, Patrick. Nochmal dasselbe? Diesmal nur ein Pint, Michael. Ein Pint braune Suppe, sofort.
Erinnern Sie sich jetzt an Sean Fitzgerald? Ah, ich sehe die Szene vor mir, als wäre es erst letzte Woche gewesen. Wenn ich es mir genau überlege, dann war es auch erst letzte Woche. Oh ja, und ob Fitzgerald da war. Er und so ein Trupp Studenten. Er hat mit dem Oberboss palabert. Mhm. Kannst du noch irgendwas über das Schloss erzählen? Können Sie mir etwas über das Schloss auf dem Berg erzählen? Ach, ich weiß über nichts was. Sie sollten Mr. O'Brien da drüben fragen. Bei dem weiß man nie, was er so alles weiß. Sind Sie denn einer von den Geschichtstypen da? Nein. Nein. Oh nein, ich mache hier Urlaub. Was denn das? Ferien, Pat. Amerikaner sagen zu Ferien Urlaub. Oh, echt? In Loch Marne? Die kommen nach Loch Marne, um Ferien zu machen? Klar, ist doch sehr hübsch hier. Wo zum Teufel kommen Sie denn her, Mister? Kalifornien. Kenn ich. Da kommen die ganzen getrockneten Pflaumen her. Ja, unter anderem. Okay. Gut, dann mal tschüss. Sprechen wir mal mit dem anscheinend intelligentesten Typen im Pub. Und hat er nicht eigentlich gesagt, dass er damit nichts zu tun hatte? Der Typ sitzt in der Ecke, als sei er dort festgewachsen. Hallo, Alemann. Ich heiße George Stobbart. Freut mich, Sie kennenzulernen. Glaube ich zumindest. Ich bin O'Brien. Kann ich Ihnen helfen? Ja, vielleicht schon. Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Ich würde mal sagen, dass man damit Kanaldeckel aufhebelt. Es ist unglaublich, dass es hier alle wissen und Paris nicht. Kennen Sie Sean Fitzgerald? Ja, doch. Was wollen Sie von ihm? Ich möchte mit ihm über seine Arbeit bei der Ausgrabung sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Sean Fitzgerald bei einer Ausgrabung anstellen würde. Der kann doch ein Loch im Pfosten nicht von seinem Ellbogen unterscheiden. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den habe ich noch nie gesehen. Fällt Ihnen zu dieser roten Nase etwas ein? Nein, eigentlich nicht. Schade. Haben Sie von dem Phantom gehört? Nicht nur gehört, gesehen. Und das kann ich Ihnen sagen, es war ein schauriger Anblick. Es ist also nicht nur eine Legende aus dieser Gegend. Es gibt wirklich ein Phantom von Loch Marne. Oh nein, ich habe über das Phantom der Oper gesprochen. Ein Gebildeter. Was sagen Sie zu diesem Taschentuch? Ich würde sagen, das eklige Zeugs da drauf ist Theaterschminke. Das ist echt ein gebildeter Typ hier in dem Laden. Es ist mir ein Bedürfnis, Ihre Hand zu schütteln, Mr. O'Brien. Oh nein, das werden Sie nicht. Ihre Meinung zu diesem Stück Draht? Sieht ziemlich gewöhnlich aus. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Vom Muster her, Mittlerer Osten, würde ich sagen. Das ist auch schon mal interessant. Jetzt wissen wir, dass es nicht in Paris ist. Hier ist es ganz bestimmt nicht. Das heißt, es geht wahrscheinlich in den Mittleren Osten. Was können Sie mir über diesen Ausweis sagen? Grüber Electronic. Nie von gehört. Sagt Ihnen dieses Handtuch etwas? Klar, ist eines von Learys Handtüchern. Wollen Sie es etwa klauen? Nur ausleihen, wenn Sie es so genau wissen müssen. Okay, vielleicht weiß er was über den Tempelorden. Haben Sie jemals von den Tempelrittern gehört? Aber natürlich, eine wirklich bemerkenswerte Institution. Wussten Sie, dass Sie die Erfinder des Kreditwesens sind? Ihr Finanzimperium erstreckte sich vom Atlantik bis zum Kaspischen Meer. Weil Sie Stützpunkte in so vielen Ländern hatten, mussten Sie neue Methoden für Steuertransfers etablieren. Also waren die Tempelritter nur ein paar Banker? Verstehe ich nicht. Wollen Sie damit sagen, dass diese Tempeljungs die Bankgebühren erfunden haben? Könnte man auf gewisse Weise wohl so ausdrücken. Das war eine echte Gemeinheit. Warum hat sie keiner aufgehalten? Oh ja, sie wurden verhaftet und eine Menge von ihnen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sehr gut. Haben sie auch verdient, wenn sie genauso sind wie mein Bankmensch. Was können Sie mir über das Schloss sagen, Mr. O'Brien? Sieht gut aus, nicht? Geht zurück bis ins 10. Jahrhundert, wissen Sie? Die meisten Gebäude wurden natürlich erst viel später dazugebaut. Sind die Ruinen für die Öffentlichkeit zugänglich? Oh nein, das wäre viel zu gefährlich. Außerdem gibt es da oben nichts mehr, was interessant wäre. Okay. Wie komme ich rein in das Schloss? Diese Mauern wurden speziell dafür gebaut, Leute daran zu hindern, ins Schloss zu gelangen, Mr. Stobbart. Aber ich würde sagen, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Das kriegen wir hin. Wir haben ja einen Bürobügel. Kein Bürobügel, sondern ein
Kleiderbügel. Können Sie mir was über das Dreibein erzählen, das man oben im Schloss gefunden hat? Darum haben sich schon eine Menge Leute geprügelt. Wurde von einem Engländer mit archäologischen Ambitionen ausgebuddelt. Wer war dieser Engländer? Professor Pegram, derselbe Mann, der den Edelstein ausgegraben hat. Wissen Sie, wo ich Professor Pegram finde? Da kommen Sie ein bisschen zu spät, wenn Sie ihn treffen wollen. Ist er tot? Das nicht, aber er ist nicht mehr im Dorf. Ein Wunderpunkt bei unserem hochverehrten Gastgeber, möchte ich noch hinzufügen. Wissen Sie, wohin Pegram gegangen ist? Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Er hat in der Dunkelheit den Anker gelichtet und ist vor dem Morgengrauen ausgelaufen. Und warum? Wer weiß, ein schlechtes Gewissen, ein geheimer Auftrag? Egal warum, hier in Loch Maren wird ihn keiner vermissen. Vielleicht können wir jetzt, nachdem sich die ganze Aufregung über den Edelstein gelegt hat, endlich wieder zu normalem Leben zurückkehren. Okay, das scheint ja nicht wirklich viel Freude mitgebracht zu haben. Was können Sie mir über den Edelstein sagen, den Pegram gefunden hat? Also das ist ein Edelstein, von dem man lieber die Finger gelassen hätte. Ein Mann muss von Gier zerfressen sein, um den Stein zu entwenden. Warum sind Sie an dem Edelstein interessiert? Sie sind doch wohl kein Reporter, oder? Oh nein. Dem Himmel sei Dank dafür. Warum hat sich der Vermieter so über Pegrams Abreise aufgeregt? Er hat einen zahlenden Gast verloren, darum. Und was noch schlimmer ist, da steht immer noch die Sache mit der unbezahlten Rechnung im Raum. Michael sieht rot, wenn die Sprache darauf kommt, und ich kann es ihm noch nicht mal verübeln. Ja. Können Sie mir mehr über den Vermieter erzählen? McLeary. Er ist das, was man einen Mann von Welt nennt. Das Problem ist, dass seine Welt beim Toilettenpapier endet. Habe ich nie verstanden, warum er das macht. Ist doch viel zu dunkel da drinnen, um zu lesen. Das ist wahr. Hast du jemals mit der Hand die Innenseite von der Tür befühlt? Das Graffiti ist in Blindenschrift geschrieben. Okay. Also dann bis später. Dann sprechen wir mal mit dem Fiedler hier in der Ecke. Er hört nicht zu. Okay. Können wir sonst noch was machen? Nö, dann würde ich jetzt nochmal sagen, sprechen wir mal den Fitzgerald darauf an, was er dann da an der Ausgrabungsstätte gemacht hat. Mr. Fitzgerald? Doyle sagte mir, dass Sie definitiv bei der Ausgrabung mitgearbeitet haben. Er hat Sie dort gesehen, Sie können es also ruhig zugeben. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste, dass man mich erwischt. Ich muss mit Dr. Pegram reden, falls er noch am Leben ist. Meinen Sie damit, ist er in Gefahr? Yeah, und Sie auch, wenn ich recht habe. Sie sind nicht vom Sozialamt? Großer Gott, nein. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich habe Arbeitslosengeld bezogen, als ich für Pegram unterwegs war. Darüber habe ich nicht zu urteilen. Das müssen Sie schon mit Ihrem Gewissen selbst ausmachen. Ich will lediglich mit Pegram über den Edelstein reden. Er ist aber nicht hier. Ich weiß, aber er hat Ihnen ein Päckchen dagelassen, stimmt's? Ich meine, das merkt man doch, dass das ein Amerikaner ist, oder? Dass der da nicht vom Sozialamt ist, ist doch eher verständlich, oder? Also, wo ist Pegram hingegangen? Ich weiß es nicht, wirklich. Er ist zu mir gekommen, heute Morgen, ganz früh. Sagte, er würde weggehen. Er sagte, ich soll dieses Päckchen jemandem geben. Heißt Marquet oder so. Mhm. Zeigen Sie mir, was in dem Päckchen ist. Das kann ich nicht. Warum nicht? Das habe ich dem Professor versprochen. Na und? Sie hatten ja auch keine Skrupel, als Sie sich Ihre Unterstützung erschwindelt haben. Also was kann es schaden, mal einen kleinen Blick in Pegrams Paket zu werfen? Sie kennen diese Leute nicht. Das kann ich nicht. Ich trau mich nicht. Okay. Vielleicht musst du ihm auch ein bisschen nachhelfen. Das ist Ihre letzte Chance, mir das Päckchen zu zeigen, Fitzgerald. Bis jetzt hatte ich viel Geduld mit Ihnen. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir mal Tacheles reden. Aber er wird mich umbringen. Wer? Der Mann aus Paris, Jacques Marquet. Pegram hat mir gesagt, wenn ich ihm das Paket geben würde, ungeöffnet, wäre alles in Butter. Wenn ich Marquet übers Ohr hauen wollte, wäre ich tot. Wieso kennen wir jetzt schon das Gesicht von Marquet? Ich werde mich um diesen Jacques Marquet kümmern. Geben Sie mir das Paket. Nein, warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich trauen soll. Ich wünschte mir, ich hätte nie etwas von dem Loch Maren Edelstein gehört. Hey, ich hab grad einen großen roten... Raus hier, McGuire!
Komm wieder, wenn du alt genug bist. Was brabbelt der Junge da? Ein großer roter Sportwagen. Sean Fitzgerald ist überfahren worden. Raus hier. Mann, macht die kleine Ratte einen Krach. Vielleicht solltest du einen medizinischen Brandy rausbringen, Michael. Ach ja, und wer bezahlt dafür? Ich nicht. Ich auch nicht. Okay, es ist draußen lieber überfahren worden, aber niemanden interessiert's. Ach, ich dachte, das können wir mitnehmen. Schade. Dann war ich hab die Wahrheit über Fitzy erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boy, guck dir das an, sag ich. Geh rüber und will ein bisschen näher gucken. In dem Moment kommt Fitzy aus dem Pub geschossen und reißt mich fast um. Egal, er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Und das Auto kommt direkt auf ihn zu. Du hast zu schnell für den Arm halten, Fitzy. Ich bin tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Der Typ ist platt. Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto und ich wollte meinen Augen nicht glauben. Er war wie ein verdammter Leprechaun-Kobold angezogen. Ist ja nicht gerade wirklich gebalanced, die Musik. Aber wir haben etwas gesehen, und zwar, dass hier unten der Edelstein sich wahrscheinlich befindet. Die Plastikabdeckung ist zersplittert und weggebrochen. Darunter kann man einen Schalter sehen. Können wir den betätigen? Ich drücke den Schalter nach unten, was damit endet, dass er abbricht und ich ihn in der Hand halte. Du bist so talentiert, Stobbart. Eine Falltür im Gehweg. Können wir da vielleicht unser Werkzeug benutzen? Nein. Können wir damit das da? Nein. Können wir das da damit verwenden? Auch nicht. Wie kommen wir denn jetzt da runter? Kommen wir hier noch irgendwo hin? Nee, anscheinend nicht. Ah, also kommen wir hoch zum Schloss. Und noch ein Gespräch, weil wir ja nicht genug hatten. Das zerfurchte Gesicht des Farmers zeigt einen Ausdruck ästhetischer Andacht. Seine Füße stecken in einem Paar mistverschmierter Stiefel. Ja, solange jetzt nicht Rosamunde Pilcher oder sowas liest. Hi, sprechen Sie Englisch? Und was ist, wenn ich Nein sage? Die Implikation von Erkennung verschleiert in Negierung. Eine sehr schöne Approximation eines Paradoxon, muss man wirklich sagen. Ich bedenke ihn mit dem Blick, den ich perfektioniert habe, als ich 12 war und der größte Hypnotiseur aller Zeiten werden wollte. Der Blick ist ein Killer. Versuchen Sie, mich zu hypnotisieren oder leiden Sie an Verstopfung? Nur dumm, dass ich außer Übung bin. Okay, ja. Zeigen wir mal das Werkzeug. Vielleicht kann er darüber auch was Schönes sagen. Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Nein. Ist es was für Schafe? Nein, damit hebt man Kanaldeckel hoch. Echt? Wie? Das Ende des Werkzeugs passt in ein Loch im Deckel. Das würde doch rausrutschen. Die Winkel sind völlig verkehrt. Das würden Sie nie schaffen. Doch, habe ich in Paris gemacht. Wir haben einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Wir müssen allen Leuten beibringen, wie ein Kanaldeckel-Hebungswerkzeug aussieht. So, fragen wir mal über das Schloss. Was können Sie mir über die Burg erzählen? Nicht viel, tut mir leid. Das meiste ihrer Geschichte ist in Vergessenheit geraten. Ja, aber wenn diese alten Steine sprechen könnten, was für Geschichten wüssten sie zu erzählen? Geschichten, bei denen sich die Zehennägel aufrollen und das Blut gefrieren würde. Wissen Sie, das Schloss soll angeblich über 600 Jahre alt sein. Ich glaube, die anderen Sachen bringen jetzt gerade nichts. Ich möchte meinen Elektroschocker ausprobieren. Möchten Sie meine Hand schütteln? Was soll denn das? Ich halte nichts von diesem Männerfreundschaftszeug. Haben Sie Dr. Pegram gesehen? Nein. Der hat gepackt und ist verschwunden. Wissen Sie wohin? Zurück nach England, nehme ich an. Haben Sie einen roten Sportwagen die Straße runterkommen sehen?
Ich habe einen roten Blitz gesehen und den Krach gehört. War ein furchtbares Geräusch. Ein Sportwagen, sagen Sie? Ein Ferrari, um genau zu sein. Ein Rennwagen? Und was macht er hier? Der arme Kerl hat sich bestimmt verfahren. Ja, kann man so sagen. Der Fahrer des Ferraris hat einen Unfall verursacht. Ach ja? Ja, yeah, er hat jemanden vor der Bar umgefahren. Was für ein Idiot. Wie konnte sowas passieren? Er war zu schnell. So schnell, dass er direkt unter das Auto gerannt ist? Ich meinte, das Auto war zu schnell. Der Idiot hätte das Auto doch wenigstens hören müssen. In dem Moment war er so verschreckt von George. Vielleicht kennen Sie ja den Mann, der vom Ferrari angefahren wurde. Er heißt Sean Fitzgerald. Oh, den kenne ich wohl. Das ist mein Neffe, der Idiot, der meinen Heuwagen beladen hat. Hat ihn das Auto voll erwischt? Oh nein, anscheinend war er nicht verletzt, aber er wurde entführt. Das ist ja eine Erleichterung. Was, dass er nicht verletzt wurde oder dass er entführt wurde? Wollen Sie Ihren Neffen nicht suchen? Wozu? Nach dem, was Sie erzählen, ist es eh zu spät. Sie könnten die Sache der Polizei melden. Lieber nicht. Und überhaupt, was sollen die denn dabei tun? Sie könnten eine Suche organisieren. Die beiden haben zusammen mal gerade ein Fahrrad. In Sachen besserer Beschleunigung würde ich mein Geld jederzeit auf den Ferrari setzen. Ja, das ist Liebe. Ich denke, Sie sollten wissen, in was Sean hineingeschlittert ist. Ich bin nicht sicher, ob ich's wissen will. Aber Sie sind sein Onkel, sein eigen Fleisch und Blut. Sie haben ja recht. Aber was soll ich machen? Wenn ich den Heuhaufen hier nicht bewache, kommt vielleicht so ein Idiot und versucht hinaufzuklettern. Das ist ein schreckliches moralisches Dilemma. Hier bleiben und diese potenziell tödliche landwirtschaftliche Konstruktion bewachen? Oder sich auf die Suche nach dem Superneffen zu machen? Nach jenem Mann, der für genau diese Gefahr verantwortlich ist? Darüber muss man erst einmal nachdenken. Wieso? Da gibt es doch überhaupt kein Problem. Sie haben recht. Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Wir reißen den Heuhaufen einfach ab. Nein, ich möchte da hochklettern. Sie müssen den Heuhaufen doch nicht demolieren, nur um nach Sean zu suchen. Ich bleibe an Ihrer Stelle hier und warne alle, die dämlich genug sind, darauf zu klettern. Fantastisch! Ich denke, ich sollte meine Nachforschungen in der Bar beginnen. Er zog in Richtung auf McDavids Bar los und gab mir Gelegenheit, mich mit dem Heuhaufen zu beschäftigen. Ja, den du auch gleich mal angucken kannst und vielleicht dann auch schon gleich hochklettern kannst. Aber erstmal gucken wir uns mal kurz die Tür an. Die Tore bestehen aus solidem, vom Alter dunkel gewordenem Holz. Selbst als ich mit aller Kraft drücke, hat das keinerlei Effekt. Sie bewegen sich einfach nicht. Ich sollte vielleicht doch mehr Sport treiben. Gut, mehr ist hier anscheinend nicht. Dann, da ist noch etwas, aber da geht's wahrscheinlich nur wieder zurück ins Dorf. Gut, was jetzt aber uns auf dem Heuwagen erwartet und ob wir ins Schloss kommen oder in die Burg eigentlich ja eher, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.